Kapitel 3. Was bedeutet Krieg? Der Bürgermeister nahm sich heute extra die Zeit, Officer John McManus im Krankenhaus von Redview County zu besuchen, wo seine im Einsatz erlittenen Verletzungen behandelt werden. Laut einem Polizeisprecher werden die Behörden nicht aufhören, bis die Verantwortlichen gerecht bestraft sind. Wenn die Polizei eine Lektion daraus lernen kann, dann die, dass sie nicht mit uns mithalten kann. Officer McManus war an seinem Limit. Wir noch nicht. Angeblich gefährden wir die Öffentlichkeit, aber eigentlich sind sie außer Kontrolle. Aber sie leugnen die Wahrheit. Sie wollen Rache für ein Verbrechen, das es nicht gab. Die Cops waren unsere Rivalen. Jetzt sind sie unsere Feinde. Es gibt keinen zweiten Platz. So ist es auf jeden Fall. So, im Kapitel 3, das machen wir auf jeden Fall als nächstes, aber nicht heute, sondern heute geht's weiter mit den Cops. Wir haben die nächsten zwei Folgen. Heißt aber Cops. So, es war drei Racer verhaften. Ja, ist wieder einer. Ist der Horst wieder rausgegangen. Dann müssen wir wieder einen Moment warten. So, wir müssen auf jeden Fall weitermachen mit drei Racer werfen, das ist auf jeden Fall klar. Garage verlassen. So. Wie gesagt, wir machen jetzt heute und morgen machen wir Racer. So, los geht's mit unserem Nissan GT-R. Schnelles Objekt in meinem Gebiet ausgemacht. Könnte ein 1044 sein. Over. Zentrale, habe schnelles Fahrzeug in meinem Gebiet. Bin an den Kerl dran, aber er hält nicht an. 1044, wie lautet die Stelle und Modell des Fahrzeugs? Over. Porsche 918 Spider. So, dann fangen wir mal an. Hallo, das ist mein Racer-Kollege. Auf
befürchte, dass ich dir nicht hinterherkomme. Ich verliere den Kontrollverdächtigen. Over. Verstanden. Bitte Lagebericht. Könnt ihr Sichtkontakt halten? Over. Scheiße. Die Jungs sind mir, die sind mir entkommen. Ist auf jeden Fall kleiner. Aber jetzt sind die wahrscheinlich alle ein bisschen höher. Sichtkontakt zum Verdächtigen. Einheiten an meiner Position koordinieren. Control bestätigt der Treffer am 10-44. Razor wurde attackiert. Fick, das ist meiner! Alle Einheiten verfolgen und festnehmen! Scheiße! Hab ihn! Verschwindet da jetzt! Oh, Alter, gib mir hier! Also den ersten habe ich auf jeden Fall mir kassiert. Jetzt ist der zweite dran. Und der fährt nach vorne. Das ist die Stufe 4 und die Stufe 3. So, setzen wir mal eine Sperre rein. Ja, der eine hat aber eine abbremsen müssen. Das ist das Gute. Ich kann mit dem Highspeed-Fahrzeug noch nicht so dumm mithalten. Volltreffer, er hat uns getroffen. Ja, das ist. Ja, leck mich doch. Achtung, Officer ist Code 3 hinter verdächtigem Racer. Nahe Einheiten Unterstützung leisten. Kontrollreifen haben wieder Druck, bin wieder dabei. Ah, ich hatte vorher gewusst. Ah, gut. Mein Gott, ey! Müssen wir noch einen mitgeben, Kollege? Es fehlt immer noch. Scheiße, der eine hatte nämlich nichts mehr. Das ist immer ein zweiter gewesen. Den finde ich noch nie wieder. Da vorne ist wieder ein Vierer. Einheit ist Code 3 und fordert Unterstützung an.
Der Gang hat's. Zentrale an alle Einheiten. Schön erwischt. Komm her, Digga. Ich kassiere dich noch. Weg von euch. Das ist meiner. Das ist mein Spielzeug. Geh weg. Och Mann, hau mal ab da, ey. Genau in dem Moment steht da noch einer. Officers melden Unfall von Racer mit Straßensperre. Verfolgen und Verdächtigen verhaften. Scheiße, der eine war. Hätte ich gerne mitgenommen, den Typen. Alter, ich bin mir auf den Sack, ey. Komm her jetzt hier. War einer zum Vier. Da hat sie gedacht, dass du reinkommst. So, erledigt. Zentrale habe den Q3-Einsatz in Sicht. Schließe mich einhalten an. Over. An alle. Racer hat Straßensperre auf Fahrt. Q3-Einsatz fortsetzen. Klar, da lag auch noch welche. Eieieiei, zieh mich grad hier. Bin wieder im Rennen. Ich mach mal hier einen Abflug. Verfolgung ab, er ist weg, Zentrale. Roger, Code 3 für Verfolgung ist aufgehoben. Dann fahren wir jetzt in den Kommandoposten. Und das ist der Racer, die spawnt.
Speedpoints mit. So, drei Wässer verhaftet, haben wir lang genug gebraucht. 11 Minuten. Eieiei, ja, schön aufgeräumt da. 45.000 Punkte Argen erhöht. Und wir haben ein neues Auto, ein BMW auf jeden Fall. Bürgermeister besuchte heute Officer John McManus, der mit Verletzungen im Krankenhaus von Redview County liegt. Der Sachschaden durch Straßenrennen in Redview County geht in die Tausende, aber nun ist zum ersten Mal eine Grenze überschritten worden. Newtons Gesetze besagen, dass jede Aktion eine gleiche, entgegengesetzte Reaktion erfordert. Und Gewalt muss mit Gewalt erwidert werden. Auf exzessive Gewalt muss angemessen reagiert werden. Die Racer haben gezeigt, dass sie Grenzen überschreiten, um mutwillig die Gesellschaft zu zerstören. Und um diese zu schützen, müssen wir dasselbe tun. Und unserem Feind zeigen, dass er es ist, der in Gefahr ist. Wir bringen ihnen unsere Gerechtigkeit. Ah, das kriegen wir hin. McManus wird nicht das Einzige. Wir bringen ihn. Wir finden heraus. Ja, komm, mach mal undercover. Wir bringen ihn unsere Gerechtigkeit. So, was machen wir als nächstes? 15.000 in einer einzigen Session. Bei einem Event, ja, komm hin. Abnehmen. Ich gucke mal gerade, ob wir noch was Schönes haben. Starten wir dort. Machen wir das doch. Also 20 gegen den Baum und fährt bis dann. Ah, geleckt. Oh Mann! Ja, der ist weg. Der ist weg, fuck! Ja, mir meinen 1000 Autos in die Reihe zum Fahren zu müssen. Zentrale, Racer nicht mehr in Reichweite. Ziehe mich von Code 3 zurück. Verstanden. Alle Einheiten. Verfolgung geschehen.
Aber wenn du in die Wand fährst, dass du dann wirklich in entgegengesetzte Richtung starten musst. Hier 2 Charlie 7, verfolge Fahrzeug mit hohem Tempo auf Eastwood Drive. Achtung. Oh, Alter. Bleib doch mal im Spiel, ey. Verdächtiges Fahrzeug. Unterstützung wurde angefordert. Alle Einheiten, Achtung, Verfolgung eines 1041. Officer fordert Verstärkung an. Egal welches Event. Zwei müssen wir auf jeden Fall kassieren. Roger, es wird versucht werden, alle Verdächtigen während des Rennens zu fassen. Control, ich brauche eine Straßensperre, um die Ratte zu fangen. Alle Einheiten, Straßensperre wird vor dem Verdächtigen gebildet. Over. Zentrale an alle Einheiten, Verfolgung eines Racers. Position sammeln und verfolgenden Officer unterstützen. Straßensperre negativ, Raser ist durchgekommen. Der Verdächtige wird nicht anhalten, setze Einsatz auf. Hat er den einmal kurz weggescheppert, mich auch natürlich dann direkt, weil ich nicht über die Kurve rumkam. Zentrale Verdächtiger richtet Schäden an, nimmt 1042 in seiner Liste auf. Gehabt. Ja, nerv ich doch nicht. Racer setzt aggressiv Gewalt ein. Benötige Hilfe von Einheiten in der Nähe. Sehr gut, der Treffer hat gesetzt. Control, Verdächtiger versucht sich abzusetzen. Bin noch dran. Ah, fahr doch einfach. Zwei haben so richtig schön eingeschlagen. Aber ich bin noch hinter ihnen. Achtung, Officer ist Code 3 hinter verdächtigem Racer. Nahe Einheit zur Unterstützung leisten. Zentrale, Racer versucht meinen Wagen von der Straße zu drängen, aber. Kontakt! Officer verfolgt verdächtiges Fahrzeug. Bitte Straßensperre. 1044 muss endlich zum Stehen gebracht werden. Straßensperre vor dem Verdächtigen errichtet. Mann, ja, in die scheiß Ecke da noch reingerutscht, ey. Kann doch nicht sagen, dass ich die Jungs nicht kriege. So, der erste ist weg. Unterstützen.
Ah, ich hab tatsächlich noch selber gefahren, okay. Oh, das Rennen ist beendet. Feierabend. Speedwall erledigt. Erledigt. Oh, ein Porsche. Die werden uns ausgesetzt sein. So. Okay, dann müssen wir Nagelbinder einbauen. Kaufen. Schauen wir nicht. Okay. Naja, egal. Machen wir in der nächsten Folge weiter.